Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In den letzten Videos haben wir uns die Updates für das Node.js oder den JS-Controller angeschaut und was noch aussteht, ist die neue Admin-Oberfläche. Aktuell habe ich die 4.2.1 Version installiert und die neue ab der Version 5 gibt es eine ganz neue Admin-Oberfläche. Und das wollen wir jetzt das Update durchführen und uns im Anschluss dann die neue Oberfläche auch anschauen. Dann noch eine kleine Information vorab. Sehen wir hier dieses Informationsfenster, wichtige Informationen vor dem Admin V5 Update. Und zwar geht es darum, wenn der Admin Adapter auf die Version 5 aktualisiert wird, muss die Seite per Shift Reload neu geladen werden, um sicherzustellen, dass die gesamte Seite neu geladen wird. Müssen wir nachher einfach dran denken, dass das auch sicher alles komplett neu geladen wird. Dann können wir die jetzt ausblenden und dann können wir schon mal starten. So, das Update ist jetzt durchgelaufen und wenn die Oberfläche dann neu startet, beziehungsweise muss man sie nochmal reloaden auch mit Shift F5, dann wird die ganze Seite nochmal gereloadet und sichergestellt, dass es wirklich alles auch geladen ist. So, da bekommen wir jetzt ein paar Nachrichten hier. Genau, es gibt gerade eine Wiz Offline Lizenz Weihnachtsangebot. Genau, das können wir mal bestätigen. Und das haben wir hier auch gemacht. Das können wir mal wegnehmen hier. Genau. Und dann sehen wir hier auch schon, dann gibt es so sieht die neue Admin-Oberfläche aus. Nicht wundern, die ist jetzt bei mir in diesem Dark-Mode, den ich glaube ich vom Browser her eingestellt habe. Jetzt schaue ich ganz kurz mal. Genau, hier wäre es dann dieser vielleicht noch nur, ja, eher erkannte helle Modus. Und ja, das wäre es soweit mit dem Update gewesen. Hier können wir jetzt die weiteren Adapter gibt es zwei Aktualisierungen, die konnte ich vorher noch nicht machen, da die eine Abhängigkeit zu diesem neuen Admin hatten. Genau. Was sehen wir hier? Es sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen aufgeräumter. Links hier gibt es natürlich die ganze Übersicht hier wieder. In der alten Admin-Oberfläche konnte man das hier oben einstellen. Hier kann man das mit diesem Stift einstellen, was man sehen will und was nicht. Dann gehen wir mal auf Übersicht. Das sieht immer noch alles sehr ähnlich aus. Die Info sieht auch noch ähnlich aus, wenn sie denn gleich lädt. Genau, hier mit diesen Info-Feldern, diesen Nachrichten. Hier stehen weiterhin die Aktualisierungen, die neuen Adapter und die Systeminformationen. Hier noch Adapterfragen, IO-Broker News, das kennt man ja noch von der alten Oberfläche auch. Gehen wir mal zu den Adaptern. Genau, sieht auch noch alles sehr ähnlich aus. Kann man natürlich auch wieder ändern in diese Listform. Da ist es noch ein bisschen besser sortiert. Oder man nimmt diese Kachelform hier. Und sieht hier, kann man natürlich auch filtern wie gewohnt. Und hier sind jetzt in dieser Vorschau von diesen Adaptern sind jetzt ein bisschen mehr Informationen noch. Welche Version der Adapter verwendet die Cloud nicht für diese Geräte? So, hier wird angezeigt, ob der Adapter eine Cloud verwendet. Dann kann man noch sehen, das Gerät oder der Dienst wird regelmäßig gefragt. Oder das Gerät oder der Dienst liefert den neuen Status aktiv. Also da werden noch ein paar mehr Infos jetzt dazugegeben. Schauen wir mal in die Instanzen. Ja, das sieht alles etwas moderner aus. Ein paar mehr Informationen. Ich glaube, wenn man hier draufklickt, kann man auch noch ein bisschen mehr sehen. Und ja, aber es ist mal relativ von der alten Oberfläche gewohnt. Genau, die Objekte, glaube ich, sind ein bisschen aufgeräumter.
besser durchzusuchen. Genau, also da hat sich schon einiges getan. Aufzählungen kann man hinzufügen. Wir hatten ja diese Batterieaufzählung, dass wir die ganzen Batteriestatus einsehen können. Die Logdateien heißen jetzt Protokolle. Und ich glaube, die Benutzer, es ist auch ein bisschen anders angeordnet, ein bisschen moderner und übersichtlicher. Dann, genau, das sind die Adapter-Tabs hier von den installierten Adaptern, von den Skripten, den Hosts, genau, Dateien, Backup hier und Terminal. Was noch eine Neuerung ist, in den Adaptern gab es in der alten Version hier mit diesem Expertenmodus, den kann man jetzt hier für das, ja, für global den I/O Broker aktivieren. Dann bekommt man hier so eine Meldung, dass der nur für diese Browsersitzung aktiviert ist, falls man das möchte. Und dann wird der hier auch angezeigt, dass man den aktiviert hat. Kann man dann auch wieder deaktivieren, wenn man ihn nicht braucht. Genau, das wäre es soweit mit diesem Video gewesen. Jetzt haben wir die neueste Admin-Oberfläche, Admin 5. Und ich wünsche viel Spaß damit. Ich bedanke mich auch nochmal fürs Zusehen. Und falls du keine weiteren Videos verpassen willst, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal.